Irgendwas mit Notblock. Danke, Feuer. So, willkommen zum weiteren Part Starlands 7.5. Und ja, ich weiß jetzt, wo es weitergeht. Ich habe mir ein bisschen umgeguckt und ich weiß jetzt auch, wie man den anderen Stern, den wir vorhin auf Skiller-Variante geholt haben, auf normale Weise holt. Und zwar genauso. Das ist ja ganz klar. Naja, und zwar gibt es da einen Weg, den wir eigentlich hätten gehen sollen, aber den ich halt nicht gefunden hatte. Weil er sich, naja gut, hier hinten verbirgt. Und ja, ein bisschen Offscreen spielen habe ich es dann herausgefunden, aber wow, wow, alles klar, Sniper. Alles klar. Das war Fail. Aus irgendeinem Grund bin ich da gerade in der Wand stecken geblieben. Ernsthaft zu weit? Kommt jetzt. Das sieht so weit weg aus und ist doch so nah. So. Wow, 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 Chuck hier. Schnell weg. Und da ist nämlich auch der Cannon Guy, der uns die Cannon öffnet. Und ja, jetzt müssen wir dann dorthin, wo wir vorhin waren. Und wenn wir nämlich hier reingehen und sich nicht vom Bulli runterstoßen lassen, ist hier in der Ecke nämlich der Stern. Und so holt man ihn auf normale Weise. Ich weiß jetzt sowieso nicht, ob ich zurückgekommen wäre, und so geht es auf jeden Fall schneller, wenn ich den Stern hole. Deshalb habe ich den Stern geholt und geht nochmal in die Welt rein. So, jetzt können wir auch den Stern machen, den wir eigentlich machen sollen. Und zwar den Stern, wo wir jetzt schon ein paar Mal waren. Muss ich dafür natürlich den Block wieder zerstören. Der mir dann den Schalter öffnet, mit dem ich dann dort hinten hin muss. Der Weg war ja da hinten und da unten. Ja, genau. So. Da einfach weiter. Ja, genau. Da weiter, da noch weiter. Da wieder raus, genau. Und dann müsste da unten die Kanone sein. Ja, genau. Vielleicht mit vollem Leben da rein. Genau, damit kommen wir da hoch. Ohne, glaube ich, ja, braucht nicht mal lenken. Ist schon alles sehr schön voreingestellt. Und auch hier brauche ich den Super Badge. Na komm, Leute, das kannst du dann. Warte mal, warte mal. Nice, da hinten ist der sechste Stern. Das wollte ich eigentlich nicht gucken, aber der Stern hieß doch. Ich glaube, ich habe es gesehen, wo ich ihn muss. Ja. Da ist der Stern, den wir noch machen können. Der Note-Stern. Für alles andere war hier drin, brauchen wir den Ultra-Badge und eben diesen Dreifachsprung. Das heißt, wir können noch hier rein, die Tür mit 40 Sternen. Womit wir dann natürlich da runterfallen können, was auch sehr nett ist. Weil man nicht aufpasst und sich nicht umsieht und einfach blind drauf losrennt. So, nochmal machen wir das nicht. Hier haben wir gar keine Tür mehr, da kann ich nicht durch. Kann ich da hoch wieder? Ah, ja, genau, aber erst mit dreifach. Warte mal. Ich könnte das so theoretisch. Warte mal.
Ich könnte den so richtig fies ausnützen. Dazu müsste ich das aber mal hinkriegen. Ich will den nicht zerstören. Will ich eigentlich so. Warum jetzt? Dass man so auf ihn drauf springt und dann da den Wandsprung macht, aber das ist jetzt eigentlich nicht mein Plan. Aber ich springe genau in das Loch rein, genau in das Loch rein. Es war alles perfekt getimed. War auf jeden Fall alles Absicht und so. Gehen wir mal diesen Weg. Ah, da brauche ich auch den Ultra Badge. Wäre dann nett zu wissen, in welcher Welt der ist. Oder ob der einfach im nächsten Bowser-Level ist. Hier brauche ich nur, unter Anführungszeichen, SP. Und hoffe mal, dass. Also ja, da war ja nichts. Oder besser gesagt, da ist ja nichts. War ja schon im Original nichts. Kennen geil? Hey Mario, you came to this old temple again. There are new stars here now. Well, I should tell you that this level changed during the night again. Also, you seem to have lost your badge for the blue blocks again. It should still be in this temple. Maybe. Okay, das ist sehr nett. Sehr nett, dass mir der das sagt, dass hier der Badge immer noch ist. Der Ultra Badge. Da unten brauche ich ihn ja schon. Danke, Jackie. Sehr nett von dir. Ich mag dich auch nicht. So, da hoch. Was ist da drüben? Oder ist da überhaupt was? Ich brauche auf jeden Fall den SB dafür. Und es ist ein Schalter, der mir ein Gitter öffnet. So. Jetzt wieder zurück da. Ja, Kamera lässt sich wieder nicht drehen. Das finde ich auch sehr toll. So. Ah, kommt trotzdem zurück. Komme ich da hoch? Also, okay, da ist nichts. Hey, bleib hier stecken. Alles klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Soll so sein. Was wollt ihr alle von mir? Da unten ist ja nichts außer einer Spinne. Was heißt, wir gehen hier wieder weg und gucken mal, ob sich irgendwo was getan hat. Ah, hier ist jetzt offen, okay. Sehr gut. Ich meine, das ist ja auch der Weg zum Ultra Badge gewesen im Original. Bombe, geh weg von mir. Diesmal lasse ich mich nicht von dir töten. Okay. Ist jetzt ein bisschen unnötig, aber egal, ich komme immer noch hoch. Das war auch unnötig. Das auch. Und das erst recht. Ja. Wir fangen mal nicht so an. So, das sieht ja schon mal gut aus. So, so, so und so. Und perfekt ohne Schaden hier rüber. Dann ist hier wieder der Warp. Warte mal, was ist hier? Ah, okay. Nicht wirklich viel. Ich meine, das hier, was ich. Will nicht so hin, ich will da. Ich weiß nicht, ob das geht.
was ich hier gerade probieren will, aber ich weiß auch nicht, ob das, falls es gehen würde, es überhaupt was bringt. Also warten wir hier mal. Und gucken uns hier bei Nacht mal um. Da ist auf jeden Fall... Ah. Okay. Da geht's bei Nacht weiter. Ja, ja, Schneemann. Okay, da runter. Da rüber, da kann ich wieder zu Tag wechseln. Machen wir das mal, würde ich sagen. Bin ich hier oben? Kann ich dann theoretisch dahinter mir den Block zerstören? Wo ich glaube ich gerade einen Badge gesehen habe. Ja, sehr schön. Und einen Stern. Sehr schön. Endlich den Ultra-Badge gefunden. Der Gott sei Dank in derselben Welt noch war. Damit kann ich jetzt auch in die Welt 10 da zurück, wenn ich schon da gleich daneben... Ah ne, es ist eh Welt 11, oder? Sieht nur so aus, wenn man da davor startet, dass man genau vor Welt 10 startet. Weil es ja ziemlich ähnlich aussieht alles. Von den Starts her. So, gucken wir mal, was war jetzt der Stern? Note Blocks. So, okay. Das war nicht der, den ich gerade machen sollte, den Stern, den ich gemacht habe. Oder man braucht den auch nur, den SP, egal. Ich habe jetzt ein Ultra Badge und gehe mal dahin. Okay, hier kann ich nur einen Schalter wieder aktivieren, der schon aktiviert ist. Was nice ist. Oder ich habe ihn gerade aktiviert. Das kann auch sein, dass ich den jetzt irgendwie gleich mit aktiviert habe. Hier ist ja nichts. Was heißt, ich kann da wieder hoch. Und hier diesen Block zerstören. War das jetzt ein Stern? Warte mal. Hatte ich vorhin schon 48? Ja, okay. So ein Fakester. Aber ja, nachdem ich nicht weiß, wo ich gesaved habe, lasse ich das jetzt mal. Habe ich halt auch einen Fake Star. Das heißt, ich kann jetzt auch den Block zerstören, ohne dass ich ihn nochmal einsammle. Das heißt, hier drin dürfte jetzt theoretisch kein Stern mehr sein. Ist aber trotzdem. Haben wir den auch irgendwie... Oh, okay, ja. Man kann ihn ausweichen auch. Ich könnte jetzt wieder den Schalter aktivieren und dann da reingehen. Oder ich könnte mal diesen Fake Star da gekonnt einsammeln. Oder gekonnt ausweichen natürlich. Wobei ich jetzt, wenn ich keinen Dreisprung habe, da auch nicht hochkomme. Das heißt, es hilft mir nicht. Ist okay, das wollte ich auch nicht. Und dann gehen wir wieder darüber, aktivieren den Schalter. Aber ich schwimme darüber, weil das geht schneller. Verliere ich halt zwar ein bisschen Leben, aber ist auch egal. Mache mir jetzt sicherlich nicht die Mühe und gehe da so hin und zurück, wenn ich zurück sowieso muss. So. Okay, runter da wollte ich nicht, aber okay, eine Spinne weniger. Dann gehen wir wieder durch das Tor. Da oben. Ja, ja. Mal gucken, ob hier hinter noch irgendwas ist. Ich meine, irgendwas muss hier ja noch sein. Außerdem war... Irgendwas mit Note Block.
Danke, Feuer. Feuer sprengt mir hier mal die Bombe aus dem Weg. Perfekt. Ja, es musste natürlich so enden. So. Ja genau, da drüben geht es ja erst nach Ding weiter. In der Nacht weiter. Was ist, wenn ich in der Nacht in die andere Richtung renne? Da ist anscheinend nicht viel. Ja, nicht viel, alles klar. Hier sind die Notenblöcke. Dass jetzt hoffentlich kein Fakestar ist, aber es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt ein Fakestar gewesen wäre. Ja, das waren die Noteblocks. Dann heißt es wieder zurück in die Welt. Jumps. UB und CP. Ja, ich habe den Triple Badge noch nicht. Das heißt, wir können gleich raus aus der Welt. Wir können jetzt mit dem UB wieder in die erste Welt. Ja, das müssen wir jetzt öfter machen, dass wir in vorherige Welten gehen. Aber mit dem UB, glaube ich, fehlt hier noch. Ne, hier war es nicht. Das war falsch. Welcher Stern war's? Welche Welt war's denn? Erste Welt habe ich alles, zweite habe ich alles. Die dritte Welt war's, okay. Die dritte Welt war da drin. Da brauchten wir den UB. Und zwar für Warp SB plus Green Switch. Seit wann steht da bitte Warp plus Green Switch? Also SB plus Green Switch und der Stern heißt Warp. Okay, und dann. Ich dachte, hier brauche ich den UB. Ja gut. Welt 7, 9 und 10, also gehen wir mal in die zweite rüber. Die zweite Abteilung hier, die zweite Welt. Welt 6 ist ja nichts. Nein, erst Welt 7. Ja, 7, 9 und 10. 7 ist hier. Hole, WB und UB. Habe ich jetzt beide. Das heißt, wir können jetzt auch diese Ultra-Blöcke zerstören. Ja, dich habe ich vergessen, sorry. Das heißt, wir gehen darüber. Besiegen diesen Gumba nicht, weil er nicht reagiert auf mich. Hoffen, dass sich dieser Bulli wieder da reinglitscht. Nein, mach das diesmal nicht. Wow. Ungewollten manchmal ausgeführt. Ich weiß jetzt, ich glaube, ich muss in diese Richtung. Ich weiß aber nicht mehr, ob die Richtung oder die andere Richtung die richtige war. Wow, 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 wow. Da rein, glaube ich, war richtig. Dann musste ich, glaube ich, hierhin nicht. Hier dann überhaupt irgendwas? Was ist dann da unten? Nichts. Ja. Da ist zwar ein Notenblock eingesperrt, aber... Jackie, warum kommst du da runter? Das hab ich dir nicht
befohlen, aber egal. Gehen wir mal da lang, da hoch. Da vielleicht noch irgendwas. Nee, da war an sich nichts. Außer der Stern da. Den haben wir schon. Ja, haben wir schon. Dann bin ich hier irgendwie falsch, würde ich sagen. Oder nee, muss ich nicht von da, da rein? Und dann da irgendwo hoch? Ich glaube ja. Ich glaube, ich weiß schon wieder, wo ich hin muss. Ja, ich sehe nichts. Wo bin ich? Achso, du hast mich gerade. Ah, okay. Den einen Stern will ich mir noch holen. Ich meine, dass der hier war. Ach komm. War der nicht hier? Nee, der war da, bräuchte ich den Dreifachsprung da drüben. Wo war das mit diesem... Wie heißt der Stern überhaupt? Hole. Habe ich nicht hier irgendwo einen Ultra-Block gesehen? Ist jetzt auch egal. Ich gehe nochmal da rein und gehe den anderen Weg. Vielleicht war es dort, aber... Ja, es war klar. Na, dann machen wir das Ganze halt im nächsten Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.